Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe mit Vektoren, diesmal mit der S-Multiplikation. Ich nehme nicht an, dass euch das was sagt. Der Name ist auch total unwichtig, ihr müsst nur wissen, was das bringt. Ja, ich habe euch hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Also ihr seht hier unten den Vektor a und den einfach 6-mal hintereinander. Also ihr erinnert euch, wenn ich in Richtung a gehe und dann gerade nochmal plus a mache und dann nochmal plus a, dann bin ich hier. Also ich gehe praktisch von diesem Punkt in die Richtung a, dann nochmal in die Richtung a und dann nochmal in die Richtung a und dann bin ich hier. Das heißt, ich hänge die einfach alle hintereinander. Das gleiche kommt raus, wenn ich sage 3 mal a. Also 3 mal a bedeutet ja nichts anderes wie a plus a plus a. Okay? So. Was dann zur Folge hat, dass wenn ich sage 6a, hänge ich einfach, hänge ich einfach 6 mal den Vektor a hintereinander und komme von diesem Punkt hier zu dem Punkt. Wundervoll. Das heißt, 6a ist einfach dasselbe wie 6 mal der Vektor a hintereinander. Rechnerisch einfach, 6 mal die erste Koordinate mal 6 mal die zweite, 6 mal die erste Koordinate und drunter 6 mal die zweite Koordinate. Das gleiche gilt für 3 mal 2a. 3 mal 2a. Okay, schauen wir uns das mal an. 2a haben wir hier. Dann das Ganze 3 mal, 3 mal hintereinander. Also hier erstmal einmal, danach nochmal und danach nochmal 2a. Was nichts anderes ist wie 6a, weil 3 mal 2 6 ist. Ich nehme an, das habt ihr verstanden, das ist nicht so sonderlich schwer, aber man muss es halt wissen. So, jetzt habe ich hier noch einen zweiten Vektor hingetan, um euch zu zeigen, dass das Distributivgesetz für diejenigen, die es noch kennen, auch gilt. Ich habe hier Vektor a plus Vektor b und das Ganze zweimal. Das heißt, ich habe zweimal Klammer auf a plus b. Die Vektorpfeile kann ich leider nicht machen. Ist ja nur Paint hier, aber macht ja nichts. Also 2 mal a plus b. 2 mal in Richtung a gehen und 2 mal in Richtung b gehen. Oder 2 mal in Richtung a plus b gehen. Was ungefähr so sein dürfte. Das kommt dann natürlich aufs selbe raus. Okay, ist nicht ganz richtig geworden, aber fast. Ihr wisst, was ich meine. Oder ich schreibe einfach hin, was ich meine. A plus B. So, also 2 mal A plus B. Ich gehe hier einmal in die Richtung A plus B und nochmal in die Richtung A plus B. Oder ich gehe zweimal in die Richtung A und zweimal in die Richtung B. Ist völlig wurscht, wie man das macht. Also ihr seht, das gilt auch. Ja, ist nichts Außergewöhnliches. Wenn ich jetzt sage, Addition gilt da natürlich auch. Ich kann hier sagen 2a plus 4a, also um nochmal hier unten drauf zurückzukommen, 2a und danach nochmal 4a hinten dran hängen. Das kommt dann auf selbe raus, wie wenn ich gleich 6a mache. Und 2 plus 4, ihr werdet es nicht erraten, ist 6. Das war es dazu auch schon wieder. Total einfaches Thema eigentlich. Ich nehme an, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Das ist machbar. Das kann ich euch auch, denke ich mal, schriftlich erklären. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.